Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz der BSG Chemie Leipzig im Anschluss an die Begegnung des 15. Spieltags der Regionalliga Nordost zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem 1. FC Lok. Das Leipziger Derby endete vor 4.999 Zuschauern mit 1:1. Torschützen waren Timo Mauer für die BSG Chemie Leipzig in der ersten Spielminute und Lukas Sirch für den 1. FC Lokomotive in der 30. Spielminute. Zum gemeinsamen Rückblick auf die Begegnung darf ich nun wieder die Trainer der beteiligten Mannschaften hier begrüßen, die da wären. Zum einen Almedin Schieber, Trainer und Sportdirektor des 1. FC Lok zu meiner Linken. Und Miroslav Jagatic, Trainer der ersten Herrenmannschaft der ersten BSG. Schön. Bravo. Ja, ich wollte das nochmal unterstreichen, wer eigentlich der Erste in Leipzig ist. Trainer der BSG Chemie Leipzig. Doch zuerst sei das Wort an den Trainer unserer Gäste gerichtet. Herr Schieber, wie haben Sie das Spiel hier heute erlebt? Ja, erstmal guten Tag an alle und schön, dass ihr alle da wart. Ja, erstmal Schockmoment. Ja, ist schon komisch dieses Jahr, dass wir den Gegner viele, viele solche Geschenke geben und dann kommst du hier im Derby, bereitest dich darauf vor und dann kommt so und ich denke, dass so etwas kann man nicht trainieren. Spielst einen Ball im Fuß und der macht es natürlich eiskalt, stehst dann 1-0 hinten, gibt es denke ich viele Mannschaften, die daran zerbrechen. Ich denke, dass wir dann die erste Halbzeit sehr, sehr stark gespielt haben mit der Unterstützung von unseren Fans, wo man einfach auch gemerkt hat, dass die immer da waren, auch nach den 50 Sekunden, nach dem 0-1. Wir haben sehr, sehr viele Gelegenheiten gehabt, auch Riesenchancen gehabt, um vorher das 1-1 zu machen. Mussten immer aufpassen, dass der Gegner die Konter nicht setzen, weil sie sehr gefährlich sind. Haben auch ein, zwei richtig gefährliche Sachen gehabt. Und so ein bisschen typisch für unsere Saison ist, dass wir ein Tor machen und Ossi wahrscheinlich ein paar Zentimeter im Abseits ist. Also ich hoffe, dass er im Abseits war, weil wenn nicht, dann ist es noch bitterer, aber die Reaktion zu zeigen, denke ich, es war schon das Richtige und die gute Antwort. Wenn wir das nicht machen, dann wird es ja hier sehr, sehr schwer. Zweite Halbzeit, denke ich, dass es total ausgeglichen war auf dem Boden. War viel Kampf und viele, viele auf beiden Seiten Gelegenheiten in dem Sinne, wo der letzte Pass nicht gepasst hat. Hundertprozentige, glaube ich, gab es nicht, nach meinem, was ich mich so erinnere. Und dann gehen wir hier mit 1-1 nach Hause und man will immer im Derby gewinnen, das ist klar. Aber die Art und Weise, wie wir hier aufgetreten sind, ja, freut mich sehr, sehr und hoffe, dass wir eben einfach jetzt uns erholen können und Freitag einfach zu Hause wieder in die Leistung bringen, was wir die letzten Wochen gebracht haben. Und vielleicht eiskalter sind und 3 Punkte zu Hause lassen. Und ansonsten denke ich eine super Stimmung und nochmal ein Riesenlob an unsere Fans, weil ich denke in 90 Minuten ohne die hier wäre es dann sehr, sehr schwierig. Und die hat man gehört und das hat Riesenspaß gemacht. Danke. Ganz herzlichen Dank. Miro, wir hätten das Derby auch ganz gerne gewonnen. Könnt ihr trotzdem mit der Punkteteilung legen? Na klar, ein Sieg wäre mir lieber gewesen. Grüßt euch alle zusammen. Ja, aber was soll ich jetzt sagen? Nach 50 Sekunden fällt für uns das 1-0. Das ist ja jetzt, wird nicht funktionieren, wenn ich nach 50 Sekunden zum Schiedsrichter sage, dann pfeift ab oder ja, ich bin zufrieden. Wir nehmen die 3 Punkte, der wird dann weiterspielen lassen. Also dementsprechend waren wir weiterhin fokussiert. Wir haben eine sehr gute Leistung gebracht. Ja, waren gefährlich auch gerade in den Umschaltsituationen und da kann ich nur der Mannschaft Respekt zollen. Gerade so, wie wir durch die Saison gehen, mit so einem kleinen Haufen, wie wir uns in der Woche eingestellt haben, hart trainiert haben und welche Mentalität wir hier auf dem Platz gezeigt haben, ist schon Wahnsinn. Und ich denke immer so, noch enger geht es hier nicht bei der BSG Chemie, gerade so, weil es alles ja so familiär ist. Aber auch das, was die Jungs da vorleben, das ist ja, gut ab. Also kann ich bei uns so sagen. Ja, ansonsten auch, wenn ich gerade unsere Fanbase sehe, ein dickes, dickes Dankeschön, die auch hinter uns steht. Egal wie, die stehen immer da, bei Sturm, bei Sonne, bei Regen. Also, die sind immer da und hauen alles raus. Und man hat heute auch gesehen mit der Koyo,
wie geil das alles sein kann. Und das ist, glaube ich, deutschlandweit natürlich ja, überragend. Also das hat nicht jeder. Und natürlich ist es dann schön, dass man natürlich so eine Fanbase hat, die einen nach vorne peitscht. Ja, ansonsten, da muss ich auch sagen, dass unser Ziel, unser Etappenziel, 20 Punkte für die Hinrunde heute erreicht wurde. Dank jetzt auch gegen Locking diesen einen Punkt, dass wir die 20 jetzt voll machen konnten. Wir wollen aber jetzt nicht aufhören. Wir wollen jetzt 20 plus. Und ja, das haben wir jetzt erstmal erreicht. Und die nächsten Wochen werden natürlich schwer, wo ich aber genau weiß, dass man natürlich alle zusammen vieles noch erreichen kann. Und ja, das war heute alles so mal ein bisschen verrückt. Und ja, das ist immer geil, wenn du sagst, Derby. Derby ist immer geil. Du hast, Derby ist Tradition. Und ich glaube, das, was wir heute hier auf dem Platz auch gesehen haben, das war Tradition. Das war auch von der Mentalität her, was dann abgelaufen ist. Und ich glaube, da haben sich auch viele mal so ein bisschen zurückerinnert, wie manche anderen Leute hier waren. Und ich bin froh, dass wir das heute, auch mit fortsetzen konnten. Ein dickes, dickes Dankeschön euch allen. Und ja, man sieht sich dann bald wieder. Einmal für dich und in der Mannschaft alles Gute. Danke dir. Und ja, das war's von mir. Und jetzt muss ich auch langsam erstmal wieder runterfahren. Ganz herzlichen Dank. Gibt es noch Fragen? Gut, dann belassen wir es dabei. Weiter geht's für uns am kommenden Samstag um 16 Uhr auswärts beim BFC Dynamo. Und vorher sehen wir uns am 30. zur Buchvorstellung 100 Jahre AKS. Bis dahin noch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Tschüss. Oh.